Das ist eher eine ältere Walze, das ist bis jetzt die älteste, die durch ist, 1912, und hat ein Gewicht von 11,8 Tonnen. Der Besitzer ist der Hans-Peter Landenberger, auch ihn sieht man sehr viel unterwegs mit dieser Walze. Er ist vom Kappsee. Ja, das ist natürlich etwas anderes als die Gruppe. Da geht es ein anderes Thema. Hans-Peter, danke vielmals, dass du da bist. Mit einem herzlichen Applaus. Vier Fragesender, der Wasserhälter und schöne Kutsche. Und dann natürlich die Bauch, die haben sich geholt. Die haben ja einen Wasserpumpe. Das hätte gar nicht funktioniert. Wieder der Henninger von Darmstadt. Hier hat ein Gewicht von 14,4 Tonnen und ist 1923 hergestellt worden. Besitzer ist Käppeli und Söhne von Schweiz. Und die Walze ist erst seit dem letzten Jahr wieder in Betrieb. Also lange haben wir die in die Ecke gestellt, wir haben die gar nicht mehr gesehen. Schön ist, dass sich die Besitzer die Mühe nehmen, mit diesen Walzen an die Treffen zu kommen, weil es braucht enorm viel Zeit, bis die in Betrieb sind und nachher, wenn sie fertig sind, die heim sind, die ganze Walze wieder zu putzen. Also da sammeln sich die Kehren an und so weiter. Und dann ist noch etwas, die müssen die jährlich den Prüfungsbericht machen vom Kessel, dass die Kessel nicht verjagt, müssen die jährlich immer wieder bei den Schweißnähten kontrollieren. Und da gibt es extra Leute, die das kontrollieren. Und das ist auch sehr aufwendig. Also Kontakt mit denen und mit diesen Walzen, also treffen dort. Danke vielmals auch dir, dass du da bist. Und einen herzlichen Applaus. Da haben wir Herbert Zettelmeier. Das war übrigens auch ein Hersteller von Traktoren. Die haben Traktoren gebaut, nicht die grossen Stückzahlen, aber sie waren gut gewesen. Der Name dieser Walze ist Veronika und die ist 1934 gebaut worden. Das ist schon etwas von den letzten Jahren, wo man überhaupt eine Dampfwalze produziert hat. Sie hat ein Gewicht von 10,5 Tonnen. Eben nochmal vorne Zettelmeier und Kotz bei Trier, die haben auch Traktoren hergestellt. Immer wieder schön ist, wie leislich diese Fahrzeuge sind. Ich höre das Geräusch von den Rad, wenn es steigt, zum Teil auch ein bisschen verfolgt. Danke vielmals, dass ihr da seid und den herzlichen Applaus. John Fowler aus England. Das ist die älteste Walze, die auf dem Platz ist. Die ist erbaut worden 1906. Der Name ist da, also sie ist tauft auf den Namen Rosmarie und die ist die Swiss Historic. Der Fahrer von dieser Walze ist der Rolf Wetter. Und der Sohn Stevens, der dort am Reden drehen, dass er die richtig hat. Ich würde sagen, danke vielmals für Zuschauen. Habe ich hohe Freude. Einen herzlichen Applaus. Das Modell, das wir noch sehen, also der Marsch, wie er schon lange bekannt ist, sieht man überall. Also der sieht er immer gleich aus. Ich weiß nicht, was er macht. Immer einen guten Bart und immer gut drauf. Und das Modell ist ja einfach, gibt gleich viel Arbeit, ist einfach kleiner, ein bisschen handlicher
Und das ist hergestellt worden 1995. Und dann hat ein Gewicht von 600 Kilo ist im Maßstab 1 zu 3. Auch dir danke vielmals, dass du da bist. Die Leute haben alle Freude, wenn sie mit dir mitfahren dürfen. Herzlichen Applaus! Der Name dieser Walze ist Elsbeth. Auch die ist erst im 2014 gebaut worden. Man sieht das, die sehen noch recht jung aus. Wunderschön. Ist im Maßstab 1 zu 2 und bei ihr speziell sie hat 3 Gänge. Der Rabauer ist ein Schwarzer. Und der Name von ihm, der Rat, ist der Kurt. Dir danke vielmals, dass du da bist. Herzlichen Applaus. Dann haben wir nochmal so ein Taxifahrzeug. Der Erbauer ist der Kreuzer Otto, Maßstab 1 zu 4. Und speziell daran, der hat eine Kupplung. Gebaut ist sie worden 2009 und tauft auf den Namen Adelheid. Hier, Otto, danke vielmals, dass du da bist und einen herzlichen Applaus. Also, ihr seid ein super Publikum, danke für die Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt noch eine Runde dröschen da hinten mit dieser Ruschenbach, die vorhin auch ist.